Und tada, die Stefanie ist heute verantwortlich für ihre Kundin. Und gerade hattest du schon ein Teamherz aufgesetzt gekriegt. Oh, danke schön. Von der Gabi. Danke, liebe Gabi. Ja. Also, wie gesagt, wir warten noch einen kleinen Moment, bis wir auch ein paar mehr sind. Wir haben gleich die 100 erreicht. Und dann wird euch die Stefanie sagen, wer zu wem dieser Koffer gehört und was es da für eine spannende Geschichte gibt. Michaela, danke schön für das Teamherz. Schönen guten Morgen nach Berlin. Der Tommy ist wieder mit dabei. Ich freue mich, eigentlich verrückt, Weihnachtswoche. Kaum zu glauben, dass wir überhaupt Zeit haben für live. Aber das ist eine Geschichte, die dürfen wir euch nicht vorenthalten, wer zu diesem Koffer gehört und was es da mit auf sich hat mit dem Mädel und der Geschichte. Die Martina fragt, ist das ein Promi? Ja, natürlich, bei uns sind alle Kunden Promis. Jeder Einzelne. So, bitte, komm nur, es geht um dich. So, hier ist sie. So, nimm Platz und jetzt werdet ihr es, wir haben ja beide Mikros dran, die Stefanie erzählt euch jetzt mal kurz, was die, sag mir deinen Namen nochmal, Marlena war das, glaube ich, ja? Was die Marlena für einen Ritt hinter sich hat und warum sie heute bei uns ist. Ja, also die Marlena, die war in Köln, war es, gell? In Köln. Beim Friseur, denn sie hat sich eine Dauerwelle machen lassen. Die ist beim ersten Mal nichts geworden, weshalb man dann einen zweiten Termin vereinbart hat. Auch das ist leider nicht ganz so schön geworden. Deswegen ist sie jetzt heute bei uns und gibt uns die Ehre, das Ganze schön zu machen und sie glücklich zu machen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute bei uns ist. Extra aus Köln angereist? Aus Köln angereist, der Koffer sagt schon alles. Heute nach dem Zug gesessen, oder wie bist du angereist? Im Auto? Um drei. Also um drei ist sie in Köln mit dem Zug losgefahren. Es ist schon verrückt, was die Mädels auf sich nehmen. Ich stelle jetzt mal deinen Koffer ein kleines bisschen weiter vor. Sag mal, aber du gehst anschließend in Urlaub, oder wie? Ich gehe dann ab zu meiner Familie. Das ist ja. Gerade wollte ich sagen, da sind jede Menge Weihnachtsgeschenke drin. Ich wollte den jetzt gerade so lässig hochheben, da wiegt er 30 Kilo. So. Wenn ich zu die Alina ist auch mit dabei, da freue ich mich. Und schickt ein Teamherz rein. Ganz, ganz lieb. So, jetzt schaut euch mal das mit an. Wie gesagt, wir nehmen euch gleich mit dazu. Das ist also jetzt eine Dauerwelle, die vor kurzem gemacht wurde in Köln. Ich sage das jetzt einfach mal, wie es ist. Ich schreibe euch, was ich sehe. Extrem glatter Ansatz, dann ein lockiges Mittelstück und extrem glatte Spitzen. Also, dass sie da nicht glücklich ist, das steht fest. Da kann sie nicht mit klarkommen. Das ist eine ausgesprochen ungute Sache und ein Ergebnis. Ja, und dann hat sie Kontakt mit uns aufgenommen, hast uns auf Instagram, glaube ich, geschrieben, ja? Uns deine Sorgen geschildert und Fotos geschickt. Und dann haben wir, dann hat sie eben gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass wir uns da nochmal dran trauen oder ob sie den Traum von Locken beerdigen muss. Und dann habe ich gesagt, klar, also gerade wenn es ein bisschen tricky ist, dann sind wir da die Richtigen, da sind wir am Start. Und deswegen, ja, der Tommy schreibt Totalausfall. Ja, das kann man so sagen. Das war kein großer Wurf. Und wie gesagt, die Stefanie ist jetzt heute die verantwortliche Akteurin. Das heißt, sie wird jetzt die Stufung nacharbeiten. Und dann anschließend mit anderen zusammen, ich hoffe, du kriegst ein bisschen Hilfe, ist da was geplant? Ja, doch. Ja, genau, mit anderen zusammen dann die Welle zu machen. Konntest du gut schlafen? So, Curly schreibt, könnte ich einen Termin bekommen? Selbstverständlich, meine Liebe. Oh je. Den kriegst du am besten telefonisch, indem du anrufst und oder auf Instagram kannst du natürlich auch schreiben. Aber am besten ist immer eigentlich anrufen, denn wir haben immer auch ein paar Fragen, die wir beantworten. Genau.
Der Onkel Tommy stellt die Geldfrage. Ach, Tommy, was soll ich dir sagen? Es ist ja diese Geschichte mit dem Nachbessern. Ja, sie war ja dann anschließend nochmal beim Friseur und hat ihm nochmal eine Chance gegeben, aber dann irgendwann ist auch das Vertrauen weg. Und Geld zurück, mein Gott. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bitte? Muss ich viel abschneiden? Sie haben es halt nicht hinbekommen. Ich zeige dir gleich, was ich wegschneiden gerne aber es würde, ist halt auch wirklich eine Sache, lässt. Das muss man ganz klar sagen. Also für diejenigen, die heute das erste Mal zuschauen bei uns. Wie erkläre ich es euch am besten? Ja, achso, wir müssen jetzt mal aufpassen. Ihr hört jetzt, glaube ich, ein Stimmengewirr. Stefanie? Ja, Herr Menge. Wir müssen uns jetzt kurz einigen, wer spricht. Ja. Weil du ja auch ein Mikro dran hast. Sonst ja, geht das, Sie können ich, gerne meins dabei, solange Sie noch Zeit haben, vielleicht, oder? Genau, dann nehme ich deins weg. Sonst haben wir nämlich ein Stimmengewirr. Das ist ziemlich, glaube ich, unangenehm, wenn das so eine Mischung ist. So, also, ich habe jetzt der Stefanie das Mikro abgenommen. Und jetzt müsst ihr nur mit mir Vorlieb nehmen für den Moment, aber anschließend kriegt sie es wieder. So, ja, was wollte ich sagen? Also bei der Dauerwelle muss man da einfach festhalten, die Problematik ist, dass es mindestens 5 oder sogar 6 Stellschrauben gibt, die bei einer Dauerwelle zu beachten sind. Und wenn da nur eine davon nicht so perfekt ist, dann hat man das Problem, dass das Ergebnis nicht perfekt ist. Wenn 2 Stellschrauben nicht richtig sind, dann ist es nicht nur nicht gut, sondern dann ist es ein richtiges Problem. Ja, was sind diese, ich sage jetzt mal, Punkte, die man beachten muss? Welche Art der Stufung mache ich? Welche Wickelstärke nehme ich? Welche Flüssigkeit nehme ich? Wie breit teile ich ab? Wie lang lasse ich das Ganze einwirken? Wie style ich das anschließend? So, und diese ganzen Punkte da, wie gesagt, wenn 1, 2 Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten, dann wird das schon ein Problem. Und das ist halt beim Haarefärben zum Beispiel deutlich anders. Ich bringe immer mein beliebtes Schokobraun, wenn also heute eine Kundin, ich meine, ihr wisst ja sogar, das machen ja die Mädels auch zu Hause. Ja, wenn du heute in der Drogerie dir einen Schokobraun kaufst, klatscht dir das zu Hause über der Badewanne drauf, einwirken lassen, ausspülen, fertig. Und sollte klappen. Ja? So, und in den 80ern gab es die sogenannte Heimdauerwelle. Da haben sich also 2 Mädels gegenseitig Dauerwellen gemacht. Leute, das sind Sachen entstanden. Abartig. Ja? Also Verbrechen an der Menschheit. Und deswegen ist halt so, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen zu Recht vor der Dauerwelle zurückschrecken, weil sie sagen, ich habe da keine Erfahrung und bevor es in die Hose geht, mache ich es lieber nicht. Ja, und wir haben uns darauf spezialisiert, haben wirklich mittlerweile ganz, ganz viel Erfahrung und sind für euch da. Wenn ihr also Lust habt, im nächsten Jahr lockig durchs Leben zu gehen, dann sind wir die Richtigen für euch. So, die Alina hat einen Lebkuchenmann geschickt. Alina, hast du vorhin irgendeine Anfrage geschickt an mich? Ich habe das nur noch so weghuschen sehen. So. So, Freunde, herzlich willkommen zurück. 12:20 und wir haben hier eine super gespannte Kundin sitzen, die zu Recht nervös ist. So. Wir warten jetzt noch einen kleinen Moment und dann, ihr könnt jetzt ja schon mal schauen. Wisst ihr, was schön ist? Ihr müsst euch das bewusst machen. Ihr seht jetzt
ob das funktioniert hat. Könnt ihr das sehen? Und unsere Kundin sieht es nicht. Das ist so fies. Anouk, möchtest du ein Spiegelcover aufstellen? Wir ziehen also den Spannungsbogen jetzt richtig, richtig hoch. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment, bis mehr dabei sind. Und dann erzähle ich euch, was hier die Geschichte im Hintergrund war. So, Dankeschön für den, was war das, der Weihnachtself? Ja, genau, ein Weihnachtself. So, wir haben 82, 85 und gleich sind wir bestimmt über 100. Und dann erzähle ich euch, was Sache ist. So, voller Stolz, wir haben über 100 Zuschauer. Du hast vorhin gesagt, du fühlst dich wie ein Promi heute, gell? Ja. Ja, genau, so ist es auch. So, jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Unsere Kundin ist also aus Köln, heute Nacht um 3 mit dem Zug losgefahren. Sie hatte uns schon im Internet entdeckt vor geraumer Zeit und hat sich überlegt, sich Locken machen zu lassen. Und dann hat sie sich gedacht, boah, bis nach Bayern fahren für Locken, das ist mir zu aufwendig. Ich suche mir bei mir zu Hause jemanden. Und dann war sie in Köln bei einem Kollegen oder einer Kollegin und die haben es bedauerlicherweise nicht hinbekommen. Dann hat sie uns Fotos geschickt, war super unglücklich, hat gesagt, ja, das hat nicht geklappt. Jetzt muss ich doch zu euch kommen. Und tada, hier ist sie. Ich freue mich, dass sie den Weg auf sich genommen hat. Wir haben also jetzt die schwierige Ausgangslage gehabt, dass die Haare natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, schon ein bisschen empfindlich waren, weil die haben ja was erlebt. Ja. Direkt dann im Anschluss nochmal eine neue Dauerwelle machen, ist nicht unbedingt so sexy, aber was willst du machen? Es gab keine Alternative, denn so hätte sie nicht rumlaufen können. Und jetzt seht ihr schon, es hat funktioniert. Ich bin super, super happy. Und jetzt lese ich mal, was ihr so schreibt. GTA schreibt, hätte auch gern große Spirallocken, kriegt hier keiner hin. Ja, so ging es unserer Kundin auch. Genau, das hat in Köln eben auch nicht funktioniert. Hier hinten übrigens, die Stefanie ist verantwortlich heute. Die hat geschnitten, die hat die Wickel entschieden, die hat auch ein Mikrofon. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in die verdiente Mittagspause gehe, wird die weiter mit euch quatschen. Genau. Wir hatten vorher in der ersten Runde hatten wir über 20.000 Likes, gell? 25.000. 25.000. Also, macht mir die Freude, wenn ihr das Gefühl habt, dass da was Gutes rauskommt, dann klopft ein bisschen aufs Handy und schenkt uns ein paar Likes. Wo ist der Salon? Fragt die Sabine. Wir sind in Weilheim in Oberbayern. Das ist genau zwischen München und Garmisch. So, wer hat denn heute Vormittag schon zugeguckt in der ersten Runde? Wer war da schon dabei? Und sind jetzt, Toni sind jetzt war alle auf jeden neu Fall dabei. Seht ihr das? Absolute Sensation. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr gemein. Ah, die Toni schreibt, ich war dabei. Anastasia, genau, erinnere ich mich. Genau, war dabei. Das ist jetzt so gemein für unsere Kundin, die wir feiern schon alle und sie sieht noch nichts. Und da drüben, ich zeige es euch mal, wir haben also ein Spiegelcover. Seht ihr, das steht hier vor dem Spiegel, das ist ihr Platz da drüben. Und ja, sie sieht sich wirklich erst, wenn sie ganz fertig ist. Ein gemeiner Ritt. Und Dankeschön, Anastasia, für das Flammenherz. Die Ann-Kathrin, was mache ich, wenn meine Dauerwelle auch nur 3 Tage gehalten hat? Ja, das ist genau das, was unserer Kundin auch passiert ist. Ja, schickst uns am besten Fotos von deinen Haaren auf Insta. Ich kann euch das nur empfehlen, über Insta mit uns Kontakt aufzunehmen, da Fotos zu schicken, wenn ihr Fragen habt. Grundsätzlich Screenshots machen, so nach dem Motto, so hätte ich es gern, das sind meine Haare, klappt das. Dann haben wir im Vorfeld schon mal ein Gefühl für die Sache, wo eure Reise hingehen könnte mit uns. Macht das bitte. Marco, mein Freund. Marco ist auch wieder mit am Start. Peter ist auch wieder mit dabei.
Aus Neuseeland ist der Peter. Schon verrückt, dass wir auf der anderen Seite der Welt auch geschaut werden. Die Tina Bichler erscheint gerade im Text. Tina, meine Liebe, 13. Januar. Sehen wir uns, Samstag, 13. Januar, 10 Uhr. Ich freue mich. Hoffentlich dann ohne Schneefall. Samira hätte gern gewusst, wie lange es gedauert hat. Wir haben um 9 Uhr gestartet. Und ihr seht ja, wir sind jetzt quasi am Abwickeln, Zielgerade. Sie waren zu viert, waren sie dran. Unglaublich. Ich muss jetzt mal reinfassen. Du wirst es lieben. Sissi schreibt, hallo ihr Lieben, ihr macht wieder gute Arbeit. Dankeschön, das ist ein großes Lob von der Kaiserin von Österreich. Ja. Lilly schreibt auch, wow, schön, jetzt schon. Kann jemand übernehmen? Ja, toll. Kann jemand übernehmen? So. Jetzt werde ich, wie gesagt, in die Mittagspause gehen. Ich sehe aber jetzt schon, dass ich glücklich sein werde und die Arbeit sich gelohnt hat. Und deswegen sage ich an deine Adresse, Dankeschön, dass du den Spaß mitgemacht hast, dass wir dich quasi zeigen durften. Ihr macht dann anschließend auch noch eine schöne Schlussszene mit dem anderen Handy, dass wir das für YouTube und Insta und so weiter haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Dankeschön. Aber das wollte ich jetzt noch sehen. Ja. Ja, freut mich, wenn das alles so zu deiner, wenn du das Gefühl hattest, dass du gut aufgehoben warst und so, wenn alles gut geklappt hat. Und das Ergebnis wird dich jetzt nachher umhauen. Ja, das bin ich gespannt. Das Ergebnis haut dich um. Okay, dann, wie gesagt, bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen von meiner Stelle. Die Lina ist gleich für euch da und wird die Moderation übernehmen. Aber auch die Stefanie hat ein Mikro dran und kann zwischendrin ein bisschen mit euch quatschen. Ich muss leider los, Hemming. Kannst du nicht? Nee. Was machst du jetzt? Ich habe jetzt einen Kunden. Du hast jetzt auch wieder einen Kunden. Ja, es ist, genau, es ist halt einfach hier ein Weihnachtsprogramm. So, die Chrissy schreibt, morgen gehe ich zu meiner Friseurin und lass mir eine Spiraldauerwelle machen. Chrissy, viel Spaß dabei, sagt deiner Friseurin, meiner Kollegin, einen ganz lieben Gruß von uns. Genau. So, wie gesagt, die Lina wird gleich übernehmen mit der Moderation und ich wünsche euch jetzt eine volle Mittagspause und eine schöne Zeit. Bleibt dabei, schaut euch das Finale an. Bin ich gleich wieder dabei. Und die Stefanie, wie gesagt, hat jetzt einen weiteren Kunden. Die zwei werden jetzt weitermachen. Sarah, machst du dann das Finale? Ja. Ja, okay. Also die Sarah übernimmt jetzt die Verantwortung. Und ich sage danke jetzt schon für 3500 Likes. Ihr seid der Wahnsinn. Klopft ruhig noch ein bisschen aufs Handy. So, ja, ein Hallo auch wieder von mir. Also ich bin jetzt wieder für euch da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann richtig hart macht und das dann so, ja, eine Hülle sich um die Locken drumherum legt und der Schaum bleibt einfach weich dann in den Haaren. Und zum Schluss verwenden wir dann noch einmal unser Styling Free. Das ist auch von der Curls Reihe und das ist eine Mischung aus einem Spray und einem Gel. Also es ist eher
gelartig, würde ich sagen. Und das kann man zum Schluss als Finish draufsprühen, nochmal so einzelne Locken hervorbringen. Das sorgt für einen schönen Glanz und einen Halt zum Schluss. Genau. Oh nein, jetzt wird hier geschrieben, dass es hängt. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Es ist nämlich gerade auch gar nicht bei mir angekommen, dass es gehangen hat. Das war nämlich jetzt auch dann auf einmal 100 Zuschauer weniger. Ich denke, das hat hier gelegen. Könnt mir vielleicht mal sagen, ob es jetzt wieder funktioniert? Okay, gut. Vielen, vielen Dank fürs Bescheid geben. Genau. Und da kommen die beiden schon. So, unsere Kundin geht es noch einmal ganz kurz auf die Toilette. Die Zeit nutze ich jetzt einmal und zwar steht ja jetzt bald Weihnachten vor der Tür, das wisst ihr. Und falls ihr noch kein Geschenk habt, dann könnt ihr gerne mal bei uns im Online-Shop vorbeigucken. Da gibt's unter anderem die Produkte, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe von unserer Curls-Serie, die eben extra für Naturlocken und Dauerwelle sind. Wir haben aber auch noch andere Serien, und zwar haben wir einmal unsere Volumen-Serie, die ist mit Bambusextrakt. Davon gibt es eben auch so einen Leave-In-Conditioner, wie ich euch gerade schon von der Curls-Serie vorgestellt habe, und das passend dazu das Shampoo. Dann gibt es von uns die Repair-Serie, die ist mit Arganöl und die pflegt die Haare einfach sehr schön. Da gibt es auch eine 2-Phasen-Sprühkur. Und unsere neueste Serie ist die Color-Serie. Die ist eben, wie es der Name schon sagt, extra für koloriertes und gesträhntes Haar. Und die sorgt für langanhaltende Farbe, was sehr, sehr cool ist, wie ich finde. Und da gibt es auch eben die 2-Phasen-Sprühkur und ein Shampoo. Das steht da jetzt zwar nicht dabei, aber das gibt's auch. Ihr könnt gern noch bei uns im Online-Shop vorbeigucken. Wir haben nämlich auch, falls eure lieben Fans von uns sind, haben wir nämlich auch zum Beispiel solche Tassen. Oder wir haben auch einen Merch. Genau. Also schaut gerne mal bei uns im Online-Shop vorbei. Jetzt kommt aber das, was ich sage für euch, wenn euch sich eure Lieben gerne eine Dauerwelle wünschen oder wenn ihr euch selbst beschenken wollt, dann gibt es die Möglichkeit von einem Gutschein. So sieht das Ganze aus bei uns, von hinten so. Und wenn ihr gern einen Gutschein hättet, dann ruft bei uns an oder schreibt uns per Instagram, dann machen wir das. Und wenn ihr jetzt vor der Mittagspause das Ganze noch bestellt bzw. macht, dann kommt es auf jeden Fall noch pünktlich zu Weihnachten an. Also falls ihr das machen wollt, dann beeilt euch. Und unsere Kundin ist jetzt auch wieder da. Genau, wie gerade schon vorher erwähnt, macht die Sarah jetzt auch unsere Produkte schon einmal in die Haare rein. Magst du mir mal einen Gefallen tun? So, genau. Magst du mir einmal einen Gefallen tun? Magst du mal in die Haare reingreifen und sagen, wie sich das Ganze anfühlt? Lockig. Von oben bis unten. Auch weich. Ja, also, ihr wisst es vielleicht nicht, die Haare hatten vorher schon mal eine Dauerwelle, die leider nicht funktioniert hat. Also, wir hatten einen geraden Ansatz, gerade Spitzen und wir hatten ein lockiges Mittelstück, deswegen hat sie jetzt gesagt, überall lockig, weil sie eben leider schon mal eine andere Erfahrung gemacht hatte und deswegen jetzt extra aus Köln zu uns gefahren ist, die Fahrt auf sich genommen hat, heute in der Früh um 3 mit dem Zug losgefahren. Genau. Ja, das ist ja auch so.
Und die Augen zu. Ja, das stimmt. Wie das Umstyling von GNTM, das stimmt. Ich bin gleich wieder für euch da. Genau, jetzt geht's weiter. Also die Sarah föhnt die Haare jetzt am Überkopf mit dem Diffuser. Die Milena hat sich noch nicht gesehen. Für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben heute die Milena bei uns. Die hatte schon länger den Traum von einer Dauerwelle, kommt aus Köln und hat sich vor kurzem dann in Köln eine Dauerwelle machen lassen, die leider nicht funktioniert hat, beziehungsweise nur teilweise funktioniert hat. Und dann hat sie sich entschieden, zu uns zu kommen, um sich eine Dauerwelle machen zu lassen, um endlich ihre Locken zu bekommen. Und man sieht, hat sehr gut funktioniert, was es natürlich sehr freut. Sie hat sich jetzt noch nicht gesehen, dadurch, dass wir den Spiegel zugedeckt haben. Und genau. Und wie fragt, in welchem Bundesland sitzt ihr? Wir sind in Weilheim in Oberbayern. Genau, und die Konstanze hat es uns schon beantwortet. Vielen lieben Dank, liebe Konstanze. Seit
Wer von euch schaut denn heute das erste Mal zu? Wer war denn noch nie dabei bei uns und schaut das erste Mal dazu? Und auch, wir waren ja heute Vormittag schon mal mit der Milena live, mit dem Mikroprozess, waren jetzt über die Einwirkungszeit offline und sind jetzt wieder live. Wer war denn heute Vormittag schon mal dabei? Die Samira schreibt, ich schätze mal, du bist heute das erste Mal dabei. Es freut mich sehr, dass du zuschaust. Wie bist du denn auf uns gekommen? Und Toni schreibt, ich war heute Morgen schon hier. Das stimmt. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Bine schreibt, ich das erste Mal. User 2424 schreibt, ich auch. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr auf uns gekommen seid, dass ihr zuschaut. Vielen, vielen Dank. Und die Samira schreibt, ich habe euch heute live gesehen und bin dann reingekommen. Ja, das freut mich. Ja, ich kann direkt gleich weiter. Und Diego, der Hairstylist, schreibt, guten Morgen, ihr Lieben. Kollegen. Hallo, lieber Kollege. Und die Konstanze fragt, wie geht es denn Merve? Der Merve geht es gut. Ich richte dir auf jeden Fall liebe Grüße aus. Die ist gerade an der Kundin. Genau. Und vielen, vielen Dank, Gitte Evi, für das Teamherz. Ganz, ganz lieb von dir. Und die Gisela hat ein sehr, sehr schönes Kompliment geschrieben. Und zwar, sieht schön aus. Vielen, vielen Dank. Finde ich auch. Und die Diana D. ist dabei und schreibt, hallo ihr Lieben, hallo liebe Diana. Danke, Nadine Nadel, für die zwei Rosen. Ganz lieb von mir. Und Alicia fragt, was kostet das? Ja, wir haben heute bei der Milena eine Spiraldauerwelle gemacht. Und die Spiraldauerwelle fängt bei 240 Euro an. Und die Diana schreibt, seid ihr wieder fleißig? Ich habe euch ja vorher auch schon unser Styling Fluid vorgestellt. Das macht die Sarah jetzt auch noch rein. Ist wie gesagt ein Finish-Produkt. Einfach nochmal, um die Locken schön rauszubringen, falls die Haare ein bisschen aufgeblustert sind vom Föhnen, um das Ganze nochmal zu beruhigen. Und
Das könnt ihr alles bei uns im Onlineshop kaufen. So. Die Steffi ist auch kurz wieder da. Die war heute zuständig für die Milena. Hat jetzt gerade schon ihren nächsten Kunden, deswegen haben wir jetzt fertig gemacht. Ist aber jetzt wieder dabei. Anu, kannst du ganz kurz mitfüllen? Wann geht es? In der Mitte mal. Die Anu filmt mit. Ja. Achso, ja, nee, dann pass. Sorry. Wusste ich nicht. Wusste ich das. Spiegel? Oder? Okay. Pass auf, Steffi. Genau, die Steffi macht jetzt einmal das Finale. Die Milena sieht sich jetzt dann gleich mal mit ihren Locken zum ersten Mal. Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Die Milena wird sich gleich zum ersten Mal sehen. Ich drehe einmal um. Mit dem Kleinen in den großen Spiegel reinschauen und ganz viel Spaß mit dem Löffel. Oh. Genau, wie gesagt, das ist jetzt eine kleine Idee, kleiner, wie du es eigentlich haben wolltest, aber wie gesagt, es hängt sich ja noch aus und dann hast du einfach länger was von deiner Locke. Schön. Ja, voll, ganz anders. Das ist echt klein, aber wie wird es aussehen? Richtig schön, halt voll definiert und ja, schön. Ordentlich, gleichmäßig. Ja. Wow. Hat sich's gelohnt, herzukommen? Ja, definitiv. Definitiv. Dann haben wir alles richtig gemacht. Vielleicht direkt hierher kommen. Genau, und du kriegst auch ganz viele Komplimente. Die Viola schreibt zum Beispiel, wunderschön. Es ist, finde ich, richtig, richtig schön geworden. Ja, es ist richtig schön. Es sieht auch trotzdem voll. Cool. Ja, genau. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank an euch zuerst. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Interesse an sowas habt, ruft gerne bei uns an und macht das Training aus. Wir freuen uns sehr. Wir haben eine glückliche Kundin, also sind wir es auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Auch hier nochmal alle Live-Zuschauer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es sind ein paar Komplimente reingekommen. Gell? Okay, Lena nickt. Ja, wie gesagt, das war eine sehr spannende Geschichte. Ihr habt hier die Ausgangslage mitbekommen. Aber ich finde, wir haben da wirklich was sehr, sehr Schönes gezaubert. Genau, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt aufs Plus, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke auch an alle anderen Gäste. Danke, Sarah.